Schade. Small Rock, das wär's jetzt noch. Was hätten wir denn hier? Ach, da war ich ja schon drin. Dann einmal hier nach oben. Ha, da ist ja mein weißes Herz wieder. Also alles nicht so tragisch. So, dann hoffe ich mal auf ein gutes Item jetzt. Na klar, wieder mal einen Schlüssel verschwendet. Was will ich denn mit dieser komischen Limo? Zitrone. Nee, nee. So, einmal hier nach unten. Und erstmal hier nach unten. Oh, komm, geh sterben. Geh sterben. Oh. Ach komm, ich brauche Schlüssel. Ah. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein. Meat Boy, Meat Boy. Meat Boy, du hast doch sicherlich Hunger. Genau, friss ihn. So, Schlüssel. Ich find's gut mit Meat Boy. Wir ihn immer nachjagt. Im Prinzip hier mit Daddy und Meat Boy ist das nicht mal allzu schlecht. So, was hätten wir denn hier oben noch? Auf jeden Fall noch einen blauen Stein. Oh, dann du. Buch fertig. Oh, soll ich die mitnehmen? Ich weiß nicht. Komm. Das Safety Cap. Nee, ich... Wow, 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 wow. Komm, Daddy. Oh, so ist schön. So ist schön. Schlüssel. Ha. Nehme ich mit. Speed und Range. Oh, dann du. Ey. Gehst du wohl sterben? Ha. Oh, und ihr. Ja, ja, war klar, war klar. Ah. Oh, jetzt du noch, komm. Bombe. Oh, ein Schlüssel wäre mir da schon lieber gewesen. Shop, Shop. Ach komm. Na klar, und nochmal Greed. Warum auch nicht? Ach, Dankeschön. Wenigstens bekomme ich meinen Schlüssel wieder. Ha, ja. Was hier Herzen rumliegen, das ist nicht normal. Hm. So viele Ebenen. Ach, ich nehme es mit bis zum Polaroid. Was soll der Geiz? Boah. Schlüssel. Komm, gib mir den Schlüssel. Ha, danke schön. Ab zum Boss. Hi, Mom. Ja, ja. Ach, ist doch schön. Aua. Ja. Dann eben auf die altmodische Weise. Aua. Der war gemein. Oh, was habe ich denn jetzt? Verschwende ich hier wirklich schon wieder so meine Herzen? Kann doch nicht sein. Ich sehe nichts. Krampffuß im Weg. Oh. Au. Ich sehe schon wieder nichts. Ja. So, jetzt aber. Jetzt aber. So. Hier hätten wir das Polaroid bekommen.
Hoppy-Upgrade. Sonst noch was? Nein, ab in die nächste Ebene. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendeine Karte liegen gelassen. Wieso habe ich eigentlich die Stars dabei? Die bringt mir relativ wenig. So, Schlüssel. Ich brauche Schlüssel. Ganz dringend. Und mit dem No-Damage-Run wird es ja im Prinzip auch schon wieder nichts. Das heißt, ich werde hier versuchen, wirklich mal wieder das Blue Baby zu killen. Na, eine Pretty Fly. Sowas habe ich gern. Eine Pille. Telepills. Range Down. Wie oft noch? Nein, die möchte ich nicht haben. Und die Stars auch nicht. So. Bombe, Schlüssel, komm. Gib mir doch endlich einen Schlüssel. Oh Gott. Ja, zumindest einen. Soll mir recht sein. Und dann würde ich fast sagen, ich guck auf alle Fälle... Nochmal hier in den Opferraum. Aber hier fehlt der Damage dann doch schon ein bisschen. So, lass mal sehen. Ach ja. Wo geht's denn hier zum Boss? Oh, Hallöchen. Ha! Hoppy Upgrade! Yeah! Dann geht's wahrscheinlich hier unten zum Boss. Oh, zum Glück habe ich ein Speed-Upgrade bekommen. Bomben. Oh. Nein. Hör auf. Mir fehlt Damage, aber gewaltig. Oh. Oh, aber ich bin schnell, ich bin schnell. Matchstick. Nee, ich brauche das Polaroid. Also ohne die Spritze gerade mit Speed und Range weiß ich nicht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh. Ah. So, komm her jetzt. Ah, ein goldener Schlüssel, der nützt mir jetzt gar nichts mehr. Den bräuchte ich für die nächste Ebene. Ah. Wie auch immer ich das jetzt ohne Damage zu bekommen geschafft habe. Ach nee, nicht das. Aber das heißt, wir müssten doch eigentlich und auch noch eine Champion-Form. Das heißt doch, wir müssten jetzt eigentlich den großen Meat Boy bekommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Oh. Mitte, unten, oben, Mitte, unten. Da oben. Boah, ist das Ding schnell. Mitte, unten. Ja, möchtest du auch mal sterben? Hallo? Boah. Es will einfach nicht draufgehen, das Ding. Haben wir wirklich so wenig Schaden dabei? Meat Boy versucht's die ganze Zeit. Aber er schafft's nicht. Ey, was hält das Ding denn aus? Mach ich denn wirklich so wenig Damage? Dankeschön. Hallo Super Meat Boy. Ah! Hat was, hat was, hat was. So, ich werd's mal nach Moms Heart versuchen, die Telepill zu benutzen. Um eventuell noch, in den Errorraum zu kommen.
So, was hätten wir denn da? Nur mal gucken. Nee. Nee. Den Arcade möchte ich jetzt eigentlich auch nicht mehr haben. Ich hab 4 Schlüssel für the Chest. Na klar. Wow. Das sollte eigentlich reichen. Die Frage ist jetzt nur, oben oder unten? Ah, ich probier's mal oben. Ah. Ich verzock hier schon wieder zu viele Herzen. Komm, mach den jetzt fertig. Vielleicht komme ich ja hier irgendwie noch an ein paar... Wow. So. Meat Boy. Meat Boy frisst einfach alles. So, komm, wir haben 22 Bomben. Nichts. Boah, dickes Auge, dickes Auge, dickes Auge. Au. Da habe ich doch schon eine kassiert. Schlüssel, komm. Nein. Oh, Schlüssel. Sauber. Und ich bin sogar am richtigen Weg. Ärgerlich. Meatball? Wofür habe ich dich denn? Sauber. Nach unten. So, Meatball macht das. Na komm, lass dich nicht von denen trollen. Töte sie. Schön. Hi Mom, it lives. Ach ja, das heißt, wir bekommen wieder einen Momkill auf unser Konto gut geschrieben. So. Meat Boy. Meat Boy. So, Daddy, komm einmal drauf hier. Wow, 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 wow. Sauber, sauber, sauber. Und ich hoffe mal, dass man das Mausklicken nicht zu... das Mausklicken. Das Klicken hier nicht zu sehr hört. Meat Boy, du darfst den auch gerne noch vernaschen. Der Duke of Flies. So. Genau, schießt du mal deine Kugeln. Und gleich sterben, bitte. So. Hier ist ja normalerweise nichts mehr. Nein. Das heißt, die Telepill. Ach komm. Scheiß auf die Telepill, ich nehme sie einfach mal mit. Die Frage ist, wohin? Ich denke mal nach links. So, kann ich hier... Boah. Au. Au. Ja, ich verzock hier schon wieder zu viel. Ich bekomme doch nur immer ein Herz zurück. Wenn ich 2 verliere. Boah. Ja. Okay. So, was hätten wir hier? Ein bisschen Geld. Und eigentlich müsste ich doch hier dann einen Raum abkürzen können. Hoffe ich jetzt mal. Na klar. Ich dachte, er stirbt. Wow. Nein. Oh. Und es ist nicht der richtige Weg, oder wie?
Geht's hier vielleicht nach links? Ja, klar. Au. Passt doch ein bisschen besser auf. Mann, Mann, Mann. Es war klar. Doppelgreed. Meatball. Au. Wofür habe ich dich denn? Na klar. Ja. Ärgerlich. Wehe, das ist nicht der richtige Weg. Zumindest einen Schlüssel. Und ich habe ja immer noch mein HP-Upgrade. Wow. Trollbombe. So, Münze. Ach du Scheiße, nicht er. Zum Glück tun mir die Fliegen nichts. Oh, Buch ist fertig. Oh ja, Daddy gegen Daddy, oder wie? Ja, das soll sich jemand bei den Füßen noch auskennen. Oh. Komm schon, komm schon. Au. Ah. Stirb jetzt endlich. Oh, für was brauche ich noch Geld? Hallo Isaac. Isaac versus Isaac. Das könnte jetzt interessant werden. Eigentlich könnte ich ja hier mit Daddy. Was macht denn hier Daddy Damage? Nee. Oder macht hier Daddy gar keinen Damage an Isaac? Nur ich nehme ein bisschen zu viel Damage. Und wo ist Daddy? Daddy ist nicht mehr da. Au. Oh, komm schon. Ich bleibe jetzt hier stehen, weil es mir egal ist. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt gleich die Rüstungsherzen sehen. Wieder eins dazu bekommen. Daddy will nichts gegen Isaac machen. Habe ich so das Gefühl. Oh, mal kurz die Richtung wechseln. Richtung wechseln. Auf. So, das war's mit Isaac. Jetzt ist Daddy wieder da. Super. So, up in the chest. Und ich hoffe mal auf gute Items. Ne, kein gutes Item. Kein gutes Item. Das ist der Dagger, oder? Ja. Und was haben wir hier? Drei mistige Items hier. So, Geld. Und was hätten wir hier? Das könnte nochmal interessant werden. Eine Karte. Justice. Oh. Schlüssel. Ich bräuchte jetzt die Karte The Emperor. Das wär's jetzt. Na, oh, das nehme ich natürlich auch mit. So, was hätten wir hier? Judgment. The Nail. Das ist ärgerlich. Hätte der mir nicht Brimstone oder so geben können? Oder
keine Ahnung, irgendwas noch mit Damage oder so. Stärke. Mom's Pearl möchte ich nicht haben. Und die Telepills auch nicht. Oh. Tut mir jetzt für euch leid, dass ihr wieder ein bisschen warten müsst, aber... Eine Karte. Wheel of Fortune. Ach, Hallöchen. Dann geht's schneller. Super. Das Polaroid habe ich ja nicht schon. Ja. Der Burn Penny. So, hier. Was will ich denn mit dem Item? Bin mal gespannt, ob wir jetzt dann bald alle Trinkets durchhaben. Ist aber auch schön, hier zweimal das Polaroid liegen zu haben. Na komm her. Ich möchte nicht andauernd die anderen Items aufheben. Aber zumindest ein paar Rüstungsherzen. Das ist schon mal nett. Oh, hier. Nein. Oh, das Pinky Eye. Das wäre eventuell noch hier interessant. Karte. The Sun. Nee, ich hätte gern das Pinky Eye. So, was hätten wir hier noch? Ah, das ist die Strength-Karte, die Stärke-Karte. The Sun könnte ich doch eigentlich benutzen. Ach du Scheiße. So, was war denn das hier für eine Karte? Auch Stärke? Okay. Oh Gott. Guckt euch das mal an, wie viel hier... Und eigentlich müsste ich mir ja The Nail mitnehmen. Ich nehme mir den mal mit. Komm. Auf den Rest pfeifen wir jetzt. Das heißt, einmal hier nach oben und einmal hier hin. Oh. Oh. Und ich hoffe mal noch auf ein paar Kisten, die wir bekommen. Ah. Kiste! Trollbombe. Oh, zweimal Superlust. Aber soll nicht so tragisch sein. Ich kann fliegen und bin hier relativ schnell auf. So, gleich lasse ich mich nochmal treffen, dass ich hier meinen The Nail wieder aktivieren kann. Aber der Schaden ist an den Gegnern echt mies. Au. So. Ah, komm schon. Möchte vielleicht mal einer von euch jetzt sterben? Boah. Eine Pille. Health up. Jo, warum nicht? Nach links, aua. Na klar. Eigentlich hätte ich den hier gar nicht aktivieren brauchen. Ah. Ja. Au. Die hauen mir jetzt aber eins in die Fresse. Ein bisschen unübersichtlich hier. Oh, nur so ein bisschen. Ach, gebt mir doch eine Kiste. Na klar, charge doch von beiden Seiten. Aber sonst geht's euch noch gut, oder?
Oh. Ach, du und deine Drecksbomben. Stirb jetzt. Ja. Au. Au, au, au. Piste, gib mir doch. Wofür habe ich eigentlich die ganzen Schlüssel hier gefarmt? Wofür? Und die Gegner sind auch furchtbar. Ja, genau. Deshalb. Ich kann die nicht leiden. Weil man die nur am Arsch treffen kann. Das ist so ein kleines Problem. Ja, immer fest drauf. Und Meat Boy schafft's einfach nicht. Oh, komm, immer auf den Hintern. Möchten die vielleicht jetzt mal sterben? Ich wollte gerade sagen, ne? Ja, genau, spawn doch ein kleines Herz, ey. Ne. Oh, zweimal Doppelmonster, zweimal Monstro 2. Das dürfte dann doch ein bisschen anstrengend werden. Au. Oh. Ja. Au. Oh. Ey, ich bekomme keine Kisten mehr. Keine. Oh, hier runter. Ah. Warum auch immer ich da jetzt nicht getroffen wurde. Komm, gib mir doch noch eine Kiste. Ich sage jetzt mal mit Polyphemus oder keine Ahnung. Dass hier der Blue Baby Kampf nicht so lang dauert. Okay, ich habe zwar meine Stärkekarte dabei, ich habe The Nail. Aber ja, ne? Dauert schon ein bisschen lang hier in The Chest. Also ich bin da anderes gewohnt. Oh. Oh, Gott sei Dank ist der jetzt gestorben. Aber ein One-Up hätten wir auch noch. Au. Oh. Mitte. Genau, charge du mal ein bisschen. Aua. So, Sterben ist angesagt. Wieder keine Kiste, ey. Nee. Da bekommt man 3 Scheißkisten gleich am Anfang. Okay, ab zum Blue Baby. Isaac versus Blue Baby. Wird mal wieder Zeit. So, die hier aktivieren. Und einfach draufbleiben. Soll nicht das Problem sein. Herzen haben wir genug. werden wir jetzt immer größer? Ey, wir sind ja schon riesig. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, wir sind relativ groß, ne? Der Riesen-Isaac. Komm, hau mir mal noch eine drauf. Ich will noch größer werden. Noch größer. Komm, komm, ein bisschen geht noch. So, jetzt ist es aber genug. Obwohl, ein bisschen geht noch. Komm, trefft mich mal noch. Ach, schade. Meat Boy macht hier alles.
Hey, seht euch das mal an. Riesen-Isaac. Monster-Isaac. Und das Gesicht von ihm. So, ab in die Truhe. Und ein schönes Ending. Oh, und das war mal wieder ein Stundenrun. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, wurde auch mal wieder Zeit, hier nach den ganzen Challenges einen normalen Run zu starten. Und hätte mir nicht gedacht, dass ich gleich bis in The Chest komme und das Blue Baby schaffe. Und ich würde sagen, dann für die nächsten Parts, ich weiß nicht, vielleicht für die nächsten 2, 3 Parts, gibt es dann wieder Abonnenten-Challenges. Also ich werde die jetzt immer zwischendurch mal machen, denn die ganze Zeit Abonnenten-Challenges, weiß ich nicht, ob die dann wirklich so gut sind. So, ich hoffe, der Run hat euch soweit wieder gefallen und wir sehen uns zur nächsten Folge von The Binding of Isaac.